Es ist wieder Fußballzeit. Die deutsche Nationalmannschaft ist wieder am Zug. Heute im Spiel gegen Ghana. Wir begrüßen euch aus Fortaleza, aus dem schönen Estadio. Hab den Namen vergessen. Castelao, so heißt das Stadion. Ja, es sind auch wahnsinnig viele Stadien. Dass man da den Überblick verliert, ist, denke ich, klar. Das kann passieren. Ja, Deutschland hat einiges gut zu machen nach der 1:3 Niederlage gegen Portugal. Ich meine, gut, gegen Portugal kann man mal verlieren, das ist okay, es ist ja keine schlechte Mannschaft. Aber wie die deutsche Mannschaft gespielt hat, hat mir gar nicht gefallen. Nee, das Auftreten war echt nicht gut. Hoffen wir mal, dass sich das jetzt in diesem Spiel ändert. Genau. Und ich lasse dich nicht fragen, sondern ich tippe auf ein 2:0 für Deutschland. Ich bin optimistisch. Oh, sehr optimistisch, ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich denke auch, dass Deutschland sich jetzt zusammenreißen muss und das Spiel gewinnen muss. Das ist ja eigentlich schon gar nicht anders denkbar. Ja, wir müssen wirklich gewinnen. Wir haben ja hier auch schon Favoriten sterben gesehen. Aber trotzdem, ich glaube auch, dass Deutschland gewinnt und tippe auf ein 2:1. 2:1 und 2:0. Wir sind gut vorbereitet. Und wir schauen gleich auf die Aufstellungen, denn bei der deutschen Mannschaft hat sich im Vergleich zum letzten Mal einiges geändert. Mittlerweile spielt Kroos statt Özil, was schon ein bisschen überraschend ist, aber Özil hat auch kein gutes Spiel gemacht. Ja, aber Özil ist erstaunlich, dass der nicht spielt, weil schließlich bei der letzten WM hat er gegen Ghana das 1:0 erzielt. Das ist richtig. Ghana war ja schon der Gruppengegner bei 2010 in Südafrika. Und ja, beide Mannschaften sind damals übrigens weitergekommen, Deutschland und Ghana. Und ja, und außerdem spielt Hüvedes statt Doom. Ja, und mit Ghana erleben wir natürlich auch ein Bruderduell zwischen Kevin Prince Boateng und Jerome Boateng. Das ist richtig, habe ich ganz vergessen. Und gut, Ghana hier in Rot und Deutschland natürlich in den weißen Trikots. Und Ghana gleich mal nach vorne, die haben wohl sich aus dem Portugal-Spiel ein bisschen was angeschaut. Ja, ich hoffe mal, die Deutschen denken, ja, die sind auch rot, das ist ja schon wieder Portugal. Die verfallen gleich wieder in Schockstarre, sondern spielen jetzt befreit auf. Die haben ja jetzt gelbe Socken an. Also. Ah, okay, ja dann. So, hören wir das. Trippel da ein bisschen außen rum. Was auch interessant ist, im defensiven Mittelfeld spielt ja Philipp Lahm und Schweinsteiger nebeneinander, aber Lahm spielt auf der linken Seite, also links von Schweinsteiger, das ist unüblich. Ja, aber ich denke, das wird als sehr offen interpretiert und ich wäre nicht überrascht, wenn wir ihn auch auf der rechten Seite finden. So, Asamoa bzw. Prince. Und naja, da hat der Ghanaische-Torhüter Dauda gleich mal erste Übungen. Warmmachungsübungen. Ja, Podolski spielt heute, der momentan ja ganz gut in Fahrt ist. Hat zumindest in den letzten Spielen bei Arsenal sehr gute Kritiken bekommen, auch bei den Vorbereitungsspielen. Und jetzt große Chance für Müller, aber ja, Podolski kann man nicht ran. Und da bleibt Philipp Lahm am Schiedsrichter hängen. Ja, der konnte ihn auch nicht sehen, das war auch... Da konnte der Schiri nicht ausweichen, weil er ihn nicht sah. Sehr schön. Bisschen gemein. Nein, wieder nicht. Nein. So, auf jeden Fall. Der Angriff wurde abgewehrt und Ghana ist jetzt seinerseits am Stürmen. Zumindest im Mittelfeld. Und hier... Ja, versuchen sie es über links... Aber Boateng hat aufgepasst und leitet jetzt den Gegenangriff ein von Kroos. Oh, ein Foul. Foulspiel und gelbe Karte, die erste in diesem Spieltag. Ja, ich wollte sagen, wird von Kroos dazu bewegt, als Verteidiger doch in den Angriff zu gehen. Aber durch diesen Foul hat sich das Ganze natürlich erledigt. Und Philipp Lahm sehr offensiv. Ja, erstaunlicherweise also weiter hinten als Schweinsteiger, der ja eigentlich die offensivere Rolle haben sollte. Also früher hat man das ja gekannt, als er noch Linksaußenverteidiger war. Der ist ja immer an der Außenlinie entlang gestürmt nach vorne gegangen. Und ja, so wie bei dem ersten Tor 2006 in WM Costa Rica,
reingezogen und eine gute Chance gehabt oder vorbereitet. Das sieht man jetzt eigentlich nicht mehr so häufig, seitdem man im defensiven Mittelfeld spielt. In SEM mit der ersten großen Chance für Ghana. Aber Neuer konnte den Block, den Schuss natürlich blocken. Den Block natürlich schießen. Und somit gibt es Ecke für Ghana. Ja, und hoffen wir mal, dass die... Lahm ist Kopfballsieger. Ja, das sieht man auch nicht oft. Und jetzt ein Befreiungsschlag, aber da vorne wartet niemand, sodass die Ghanaer am Ball bleiben. Da muss Deutschland natürlich jetzt aufpassen, dass sie sich nicht ein Gegentor fangen. Ja, aber Ghana ist auch sehr motiviert, denn sie wissen, wenn sie hier gewinnen sollten und das schaffen sollten, dann haben sie 6 Punkte. Dann sind sie eigentlich so gut wie weiter. Also haben zumindest sehr, sehr gute Chancen. Noch nicht sicher, aber sehr gute Chancen. Und hier haben wir jetzt kleine Bildprobleme. Ja, jetzt ist es wieder da. Ich hoffe, dass das nur auf unseren Monitoren ist. Da ist wohl kurz der Strom ausgefallen hier in unserer Kommentatorenkabine, aber das Spiel sehen wir wieder, das ist wäre auch schade, wenn nicht. So. Ja, Jogi Löw musste ganz schön viel mit seiner Mannschaft besprechen seit dem Portugal-Spiel. Ja, die müssen hier was bringen. Ein Unentschieden ist zu wenig. Die müssen hier wirklich gewinnen gegen Ghana, weil sonst, es geht doch gar nicht. Eine deutsche Nationalmannschaft darf doch nicht mit so untergehen. Na, hier ein Foul von Lahm, ein Freistoß für Ghana, aber nichts Bestrafungswürdiges. Essien, die erste Ghana spielt sehr gut nach vorne, lässt Deutschland überhaupt nicht ins Spiel kommen. Nee, das machen sie gut, also die sind echt gut eingestellt. Die Deutschen haben noch irgendwie, auch wenn sie da mal am Ball sind, Abstimmungsprobleme. Da geht keiner hin zu Montari. Gut, dass der Pass nicht so genau ankam. Ich glaube, da wird auch ein bisschen gestört. So, Groß jetzt zu Schürrle. Schürrle vorne zu Müller. Und ja, dieser Pass sollte Groß erreichen, aber ich glaube, ja, da hat er sich was anders vorgestellt. So, Höwe, das hat aufgepasst. Hat ja den Platz von Durm eingenommen, der beim letzten Mal eigentlich überraschend gespielt hat, aber auch sehr, sehr gute Vorbereitungsspiele gemacht hat. So, Groß jetzt viel Platz, aber Schürrle war es im Abseits. Richtig. Und ja, klar, also gut gesehen, aber ja, eine weitere Chance vertan und Ghana probiert es mit einem langen Ball. So, und Halbzeit 0:0, das ist für Deutschland zu wenig. Ja, aber trotzdem, auch trotz 0:0 sehen wir hier eigentlich ein sehr gutes Spiel. Also mit schönen Szenen, wenn auch für meinen Geschmack zu viele von Ghana. Ja, auf alle Fälle. Aber so wirkliche Top-Chancen, das hier war wirklich eine gute Chance, aber sonst war eigentlich nicht so viel dabei. Nee, also da kann Deutschland froh sein, dass zumindest das nicht passiert ist. Ja, da haben wir dann mal wieder die große Frage. Naja, also hier spielt ja Müller jetzt gerade im Sturm. Oh, was war das denn? Interessanter Anstoß. Müller ist ja momentan die Spitze oder falsche Neun oder ja, also es sieht mir so aus, als würde er normal in der Spitze stehen. Und bald Probleme bei Schweinsteiger, das sieht man auch nicht oft. Und derweil haben wir Miroslav Klose, der ja auch sehr schön nach hinten mitarbeitet. Oh je, riesen Chance für Ghana! Oh, was machen die denn da hinten? Und Ghana bleibt weiter im Angriff. Ja, also die falsche 9 ist ja im Prinzip, dass sogar die Erfinder Spanien jetzt nicht mehr immer spielen. Mhm. So, das war mal schön auf Müller, der ja das einzige Tor bisher der deutschen Elf gemacht hat. Boateng auf Schürrle. Podolski mit der ersten großen Chance für Deutschland, auch wenn das jetzt nicht so brandgefährlich war. Aber darauf kann man mal bauen. Aufbauen, ja, genau. So. Schürrle ungünstig. Schweinsteiger zu Neuer zurück. Die kennen sich ja und die wissen auch, Neuer kann sehr gut Fußball spielen. Da kann man mal zurückpassen.
Ja, so vielleicht jetzt ein Überzahl, aber Spiel, aber ja, da sind sie nicht schnell genug gewesen. Schöner Pass von Schweinsteiger, der auf Müller. Dessen Pass kam nicht durch. Höwedes mit einem schönen Lupfer auf Schweinsteiger zurück auf Höwedes. Und ja, der war zu weit. Oh, schade. Schöne Flanke, aber ja, zu weit. Und damit ist auch diese Chance wieder vertan. Aber die Deutschen kommen jetzt so langsam. Also es ist zielgerichteter. Und hier der erwartete Einwechslung von Özil für Groß. Ja, vielleicht erzielt er ja wie beim letzten Mal auch das 1:0. Das wäre auf jeden Fall schön. Das wäre wünschenswert. Und bei Ghana kommt mal Ayew wieder für Ayew. Genau. Das hatten wir auch schon beim ersten Spiel. So, Schürrle schießt. Tor! 1:0 für Deutschland! Schürrle! Was ein schöner Schuss. Wahnsinn! Schöner Schuss, ja, richtig. Bisschen überraschend vom Zeitpunkt her, aber ein sehr, sehr wichtiges Tor. Ja, und das macht er natürlich überragend. Hier schaut sich das Ganze an, sieht, das linke Eck ist frei und dann, ja. Ich wollte vorhin schon sagen, so André Schürrle auf dieser Seite, der spielt hier eigentlich auch eher auf der linken Seite und nicht auf der rechten Seite. Er hat mich auch etwas überrascht, ihn hier zu sehen, aber gut, Rudi Löw wird sich schon was dabei gedacht haben und es hat ja auch funktioniert. Gott sei Dank. Lag es an der Einwechslung von Özil vielleicht. Ja. Gut, ja, Deutschland hat das wichtige 1:0 geschafft und ja, die gehen natürlich jetzt gleich weiter aufs Zweite. Özil gerade am Ball, der neue Mann, legt rein, aber was das gibt es? Stürmerfoul, Müller hat da geschubst. Nein, abseits. Oh, knapp, aber gut gesehen. Und Müller hat geschubst. Gut, also das beruhigt mich jetzt schon mal, das sehen wir es nochmal. Ja, also eindeutig abseits, da gibt es keine zwei Meinungen. Und so. Wechsel bei Ghana. Montari geht raus, das wundert mich. Der hat sehr gut gespielt. Ja, und Aqua kommt dafür rein. Unser Wasser. Ja, ich glaube, dieser Wechsel kommt mir auch bekannt vor. Aqua Minerale. Und ich bin mal gespannt, ob wir Miroslav Klose noch sehen sollten, weil eigentlich ist ja er genau für solche Situationen gar nicht so schlecht. Ja doch, der kann den Ball auch gut behaupten und auch bei Kontern was draus machen. Defensiv kann er gut aushelfen, er holt sich ja auch oft selbst den Ball aus dem Mittelfeld. So, und jetzt Özil, oder? Ist das Özil oder Podolski? Podolski ist das, flankt nach innen auf Müller. So, schade, dass da keiner mehr war. Eine Riesenlücke, wo nicht ein Spieler stand. Ja, aber vorher auch der Ball wunderschön von Müller durchgesteckt, eben zu, was war es, Podolski. Ach, keine Ahnung mehr. Essien ist ebenfalls jetzt an der Reihe für Ghana. Knapp. Der versucht mit einer Flanke. Aber da hat Schweinsteiger aufgepasst und konnte den Kopfball noch ablenken. Und Boateng mit aller Ruhe. Ja, der hat gesehen, da kommt er locker dran und köpft ihn raus. Zum Zuschauen ist es ein bisschen spannend. Davor haben wir übrigens die Grätsche von Höwedes gehabt. Da haben wir Glück gehabt, dass er den Spieler nicht getroffen hat. Das war sehr in Strafraumnähe. Ja, und die Deutschen fangen jetzt an, sich wirklich gut durchzukombinieren. Jetzt sind sie langsam im Turnier wohl angekommen. Oh, schöner Pass auf Schweinsteiger, aber da hat Boateng, also Kevin Prince Boateng, aufgepasst. Schlechter Ball auf Schürrle, Lahm und jetzt kommt wieder Deutschland. Podolski, dem mir heute sehr gut gefällt. Ja, Özil hat, denke ich, ein bisschen Schwung reingebracht. Oh, schön gemacht, schießt und abgefälscht, au. Ganz schwer zu halten. Ja, aber da hat er fast Glück, dass er abgefälscht war, weil so wurde der Ball etwas langsamer und ging auch direkt auf ihn. Aber natürlich, abgefälschte Schüsse sind nie schön. So, schauen wir mal. Ah, Grätsche kommt da nicht dran, Boateng hat aufgepasst, aber direkt der Fehlpass auf Essien. Lahm hat auch aufgepasst und jetzt geht, ja, darf er mal stürmen, aber ja, wartet ein bisschen ab, legt dann zurück auf Höwedes, geht jetzt über links, schön ausgespielt und jetzt müsste eine Flanke kommen. Gegen zwei Mann, sehr schwierig. Ja, passt auf Höwedes und jetzt stand der im Abseits, oder? Nein, knapp nicht. Und, wow, der war knapp. Langsamer Kopfball, aber gefährlich zu nehmen. Ja, gut platziert, aber eben doch dann zu schwach, als dass er ins Tor ginge, sodass ein
Granai den Ball nochmal abfangen konnte. So, wir sind gleich am Ende des Spiels. Wir sind schon in den letzten Spielminuten. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit drauf kommen. So, jetzt wird nochmal gewechselt. Die ghanaischen Fans sind noch nicht ganz zufrieden. Ja, ich glaube, Deutschland will jetzt noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Mit einer Auswechslung. Also in Ghana. Durum kommt wieder rein. Sein zweiter WM-Einsatz für Höwedes. Also positionstreue Auswechslung. Bin ich mir nicht sicher, ob das nicht nochmal. Muss man in dieser Situation nochmal den Verteidiger. Was war das dann? Auch schön. Muss man da nochmal den Verteidiger wechseln, der eigentlich gut gespielt hat und dafür den jungen Mann reinbringen? Ja, aber vielleicht hat er ja, sich ein bisschen erschöpft. Vielleicht zwickt etwas im Fuß. Muss ja nicht gleich eine große Verletzung sein. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall war das gerade ein schönes Zuspiel von Durm auf Özil. Aber die Ghana passen auf und ja, säbeln hier Özil fair um. Und das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. Deutschland gewinnt. Gott sei Dank 1-0 und hat damit wieder alle Chancen weiterzukommen. Über verdient oder nicht lassen wir uns jetzt nicht aus. Wir sind einfach froh, dass Deutschland gewonnen hat. Ja, und Ghana ist, ja, die sind traurig, weil sie gesehen haben, da wäre mehr drin gewesen. Aber insgesamt Deutschland ist noch nicht die Mannschaft in der WM, die wir brauchen, um ganz weit nach vorne zu kommen. Nee, also so wie sie gerade spielen, zählen sie sicherlich nicht zu den Top-Favoriten. Gut, sie haben jetzt auch immer gegen doch recht starke Mannschaften spielen müssen. Das kann man ein bisschen als Entschuldigung anbringen, aber es wird wahrscheinlich nicht so, dass es schlechtere Mannschaften wird, gegen die sie spielen müssen. Vor allem USA darf man nicht unterschätzen, weil da spielt ja nicht nur eine Rolle, dass USA ja gar nicht so eine schlechte Mannschaft ist. Aber das hat natürlich nochmal eine ganz besondere Brisanz mit Jürgen Klinsmann als Trainer. Und ich glaube, Klinsmann wird seine Leute ganz schön anspornen. Ja, erstens das und zweitens kennt er natürlich auch viele Spieler der Nationalmannschaft recht gut. Und somit, ja, ist es besonders schwer, gegen seine Mannschaft zu spielen. Ja, gut, aber wir reden jetzt gerade über den nächsten Spieltag und wir freuen uns erstmals auf das zweite Spiel der Gruppe G zwischen Portugal und eben den USA. Und ja, bei denen kann es auch ein entscheidendes Spiel werden. Wenn USA gewinnen sollte, haben alle Mannschaften hier 3 Punkte. Das wäre auch mal eine interessante Ausgangsposition. Das wäre sehr interessant. Und dann hätten wir natürlich am letzten Spieltag so richtig viel Spannung. Genau. Somit bis gleich beim nächsten Spiel. Hallo mit einem schönen Blick auf das Amazonas-Stadion hier in Manaus. Hier treffen die beiden Mannschaften aus den USA und Portugal aufeinander. Und das könnte durchaus ein interessantes Spiel werden. Oh ja, und vor allem es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil wenn die USA hier gewinnen sollten, dann haben wir lauter dreipunktige Mannschaften und... Ja, wenn Portugal gewinnen sollte, dann sieht es sehr, sehr, sehr gut für sie aus. Aber ja, das wird sich noch zeigen müssen. Hier sehen wir die zwei Trainer, die sich begrüßen. Und dann tippe ich gleich mal los. Und zwar tippe ich, dass Portugal gewinnt mit einem 2-1. Ich denke auch, dass Portugal gewinnt. Mit einem 2-0. Gut. Damit haben wir diesmal ziemlich schnell gezippt. Was machen wir jetzt denn die Rest der müssen, Zeit? Jetzt müssen wir jetzt fast die Nationalmannschaft mal anhören. Okay, also. Ja, hier sehen wir Cristiano Ronaldo, der ja, für sein Team natürlich topfit sein sollte. Scheint auch fit zu sein. Beim ersten Spiel war es ja ein bisschen fraglich, ob da sein Körper komplett wieder erholt ist, aber mittlerweile ist er wieder voll da. Und ja, hier die Aufstellung der USA. Green, der junge Spieler von Bayern München, mal wieder auf der Bank. Könnte ich mir vorstellen, dass er wieder eingewechselt wird im Laufe des Spiels. Ansonsten, ja, die Mannschaft, die man so kennt von den USA.
Und Portugal natürlich gefüllt mit den ganzen Namen, die man kennt, nach Postiga, Cristiano Ronaldo natürlich. Und ja. Mal sehen, was uns hier erwartet. Portugal in Rot und USA zum Glück diesmal nicht in den roten Auswärtstrikots, sondern in Weiß. Ja, das Super, nee, das Captain America Trikot haben sie somit abgelegt. Im Schrank sicher verwahrt. Hat ja auch nicht so gut funktioniert als Glücksbringer. Und Nani hier direkt mit der ersten Flanke auf Cristiano Ronaldo. War ist das, glaube ich? Die Frisur sieht nach Ronaldo aus. Ich glaube, Ronaldo war da weiter unten oder dann weiter hinten mit der Kapitänsbinde. Right. Gut, jedenfalls erste gute Chance für Portugal und die klicken gleich weiter. Und jetzt Riesenchance für die USA. War das kein Abseits? Altidor, aber zu langsam. Das war zu langsam, aber trotzdem kann er noch schießen. Passt lieber nochmal auf Dembélé und knapp vorbei. Wow, das war eine super Chance für ihn. Und ja, Millimeter haben da gefehlt. Aber ich glaube, da wäre er, glaube ich, nicht mehr hingekommen. Wäre knapp gewesen. Also, auf beiden Seiten schon eine Chance. Die etwas größere auf der Seite der USA. Zumindest die, die mehr Richtung Tor ging. Ja. Und die USA stürmen gleich weiter. Über Zusi. Und abseits. Aber irrelevant. Deshalb geht es direkt weiter. Das war auch abseits. So, wer ist denn das mit der lustigen Frisur? Oh. Das war... Ein Schritt im Abseits. Ja. Also... Unsere Linienrichter geben wirklich nicht im Zweifel für den Angreifer. Ja, also das hätte man auch weiterlaufen lassen können, würde ich mal sagen. Wenn man es ganz genau nimmt, war es wahrscheinlich ganz knapp abseits. So, wir reden hier von Postiga. Postiga hat die lustige Frisur, okay. Der kann bei Grease mitspielen. Postiga auf Nani, der liegt schön ab nach oben. Und... Oh, Chaos! Fehler! Hohoho, was für ein... Glück. Ja, Chaos da im Strafraum der USA, aber die Portugiesen konnten noch nicht davon profitieren. So, jetzt gleich vielleicht der nächste Chance durch Coentrao Pereira. Ja, der darf da rumdribbeln, aber Ronaldo im Abseits. Ja, da spielt natürlich Portugal schon seine Klasse auf. Führen den Gegner so ein bisschen vor. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, die Reaktionszeit eben bei diesem etwas, bei dieser konfusen Torchance-Situation, ein bisschen mehr Reaktionszeit des Stürmers, und dann hätte der eigentlich drin sein müssen. Ja, auf jeden Fall, das war ja eine sehr große Chance für Portugal, hoffentlich rächt sich das nicht. Und oder da sitzt bleibt jemand liegen, oder sitzt, besser gesagt. Steht jetzt wieder auf, mal schauen, ein Schmiedeabs, was war das? Abseits. Das war kein Abseits. Achso, naja. Ja, lehnt er sich etwas vor und dadurch, dass der Körper natürlich ein Teil des Körpers ist, mit dem ein Tor erzielt werden darf. Der Körper ist ein Teil des Körpers, das hast du sehr schön gesagt. Ja, und das ist auch eine großartige Neuigkeit für alle, die nur einen Körper haben. Ja. Bei den USA spielt übrigens auch Kamerun. Also die gleich mit zwei Nationen. Und Susi, 1-0 für USA! Unglaublich. Und ja. Und wir haben mal wieder unsere berühmte Weisheit. Wer das Spiel macht, gewinnt nicht. Ja, ungefähr. Also da müssen sich jetzt die Portugiesen an die eigene Nase fassen. Wenn sie vorne da dieses Tor erzielt hätten, ja, wer weiß, ob das dann auch so passiert wäre. Aber ein schönes Tor, schön vorbereitet, schön die, ja, aber schön eingeleitet. Ja, und schön angenommen und dann, ja, perfekt abgeschlossen. Und keine Chance für Rui Patricio im Tor der Portugiesen. Das wird, glaube ich, dann doch noch ein sehr interessantes Spiel. Ja, jetzt ist natürlich Portugal gefragt. Das können die so nicht auf sich sitzen lassen. Hätten sie mal die Chance vorhin genutzt, gell? Ja. Geschenkte Tore sollte man nehmen. Das war auch abseits, aber ging eh auf den Torwart. Ja, die USA... haben jetzt also ebenfalls 3 Punkte, wenn wir mal auf die Blitztabelle schauen würden. Das heißt, alle Mannschaften gerade in dieser Gruppe mit 3 Punkten.
Ja, eine interessante Konstellation, wenn es jetzt beim nächsten Spieltag laute Unentschieden gibt. Dann wäre das nicht gut für die deutsche Elf. Nee, das nicht. Weil aber die das schlechteste Torverhältnis haben. Ja, aber es wäre trotzdem interessant. Also, wir wollen mal nicht hoffen, dass es so weit kommt. Also, dass es nur Unentschieden gibt. Dass die USA gewinnen, das könnten wir noch mit uns reden lassen. Dann hätte ich aber wirklich Respekt vor dem letzten Gruppenspiel gegen die USA, Deutschland gegen USA. Oh, wenn der wir Ball gegen, war noch im Spiel. Wenn wir gegen Portugal verlieren und gegen USA, naja, was passiert dann, ne? So, mal schauen, Cristiano Ronaldo, erste gute Chance für ihn, aber war jetzt auch nicht kräftig geschossen, kein Problem für Howard. Und die Portugiesen sind weiterhin im Angriff. Ja, aber die USA stehen da hinten mit 5 Mann, eine 5 Mann Abwehrmauer oder auch genannt Bus, um den auch mal wieder ins Spiel zu bringen. Ich weiß, du hast den schon vermisst. Ja, das ist der Bus, das war... Bus. Ja, so, jetzt versucht Portugal nochmal 2 gegen 2. Oh, Riesenchance jetzt für Cristiano Ronaldo. Schöner Pass und wahnsinnig gut gehalten für Howard und im Nachschuss Nani. Schönes Tor. Ja, und ich hatte schon fast befürchtet, dass das ein Abseits ist, aber war es anscheinend nicht. Und somit gleicht Portugal aus zu einem verdienten 1:1. Verdient auf alle Fälle, ja. Auch wenn es ein bisschen glücklich war, mal wieder das Tor. Ja, schöne Wiederholung. Ja, und aber... hier, oder Sens, der ihn fast weg. Und Nani hört nicht auf, wenn er geschossen hat, sondern konzentriert sich sofort weiter und ja, ist zur rechten Zeit am rechten Fleck. Ja, das ist natürlich auch wichtig, dass man nicht aufgibt, sondern dass man immer weitermacht, immer weiter. Und in dem Fall hat er sich dafür belohnt und somit hat jetzt Portugal alle Chancen, selber das Spiel wieder in die Hand zu nehmen, aber die USA sind nicht erschrocken davon und stürmen weiter. Gibt das Eckball? Jawohl, Eckball für die Amerikaner. Aber schlecht reingegeben, aber Patricio hat gar nicht so gut aufgepasst. Beziehungsweise der wurde da behindert. Okay. Und ja, konnte den noch wegfausten, aber die USA sind Johnson weiter im Ball. Susi, der Torschütze. Der wirkte gerade so, als er aufhören wollte zu spielen. Das ist Halbzeit. Ja, so. In 2 Minuten. Aber dieser Ball ist deutlich zu weit, da kommt niemand mehr ran. Und somit gibt es Abstoß. So, ist das schon die letzte Chance? Ja, wobei 2 Minuten gab es ja obendrauf. Das sollte also noch ein bisschen dauern. Ja, wenn es schnell geht, ist auf alle Fälle noch eine Torchance drin. Aber so natürlich nicht. Ja, vielleicht für die Portugiesen, aber auch da so ist das Spiel zu spät, zu unpräzise. Und der Schiedsrichter bittet die Mannschaften in die Kabinen. Und ich bin mir jetzt nicht so sicher, was die Trainer jetzt ja, ihren Mannschaft mitgeben, weil ja, von Seiten der USA haben wir ein sehr gutes Spiel gesehen. Ja, und die Portugiesen haben eigentlich auch ein recht gutes Spiel gezeigt. Also vielleicht die Abwehr ein bisschen stärken und die Offensive ein bisschen ausbauen, aber das kann man ja immer. Und da haben wir nochmal die sehr skurrile Situation gesehen. Hier das 1:0 durch Susi und ja, hier das 1:1 durch Nani. Susi und Nani. Klingt wie ein Kinderfilm. Die Abenteuer von Susi und Nani. Ja, das könnte sich ja verfilmen. So, aber wir haben auf alle Fälle ein Spiel bisher gesehen, in dem ja, auf beiden Seiten ja, man was gesehen hat. Also es ist jetzt kein Spiel, was so vor sich hin plätschert. Und die USA, ja, da hat Klinsmann wohl ein bisschen eingeredet auf die Jungs. Wollen gleich nach vorne agieren, klappt aber nicht. Und jetzt kontert wahrscheinlich Portugal. Ja, aber da auch wieder Fehler bei der Kommunikation. Konnte den Ball nicht stoppen. Und was war das? Abseits? Ja. Der kam aus dem Abseits. Ja, aber der Ball kam ja gar nicht da an. Also. Ja, aber er ging zu ihm, der Ball. Nein. So.
Nee, das war schon eine korrekte Abseitsentscheidung. Okay, dann habe ich wahrscheinlich was falsch gesehen. Schöner Pass von Ronaldo auf Contentrao. Und was macht er? Er schießt. Nachschussmöglichkeit für Nani. Wow. Und knapp. Ja, den hätte Contentrao selber versenken können. Aber Nani mit Glück, dass er drankommt. Aber dann auch wieder mit Pech, dass er nicht abschließt. Und somit gibt es, glaube ich, Ecke. Hat er vorhin richtig Glück gehabt, weil er vom eigenen Torhüter umgesetzt wurde. Wenn er da im falschen Winkel fällt, ja, dann kann das ganz leicht ein Eigentor werden. Also hier ganz schön glücklich. Viel Glück dabei, ja. Und ja, aber Howard hatte diesen Eckball auf jeden Fall gefangen. Und ja, der Gegenangriff der Amerikaner wurde dann jetzt gleich wieder abgefangen. Und die Portugiesen können wieder aufbauen. Ja, also noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde zu spielen. Was war das? Ein Foul? Ruben Amorim kommt rein für Raul Meireles. So, die Portugiesen müssten natürlich jetzt... War das irgendwas abseits? Ah, nee, das ist der Vorteil für die Portugiesen. Müssten jetzt eigentlich schauen, dass sie mal ihr zweites Tor erzielen, weil ja, eigentlich sind sie ein bisschen stärker und ja, sie müssten sich belohnen, sonst... Ja, jetzt in der zweiten Halbzeit finde ich sie eigentlich sehr, sehr ausgeglichen. Portugal hat ein bisschen bessere Chancen, macht aber nichts draus und USA spielt eigentlich sehr gut mit, auch nach vorne. Aber sie kommen nicht zum Abschluss, das ist eigentlich das Problem. Ja, und jetzt Moutinho, schöne Flanke, das muss das 2:1 sein. Posttiger mit dem schönen Kopfball, mit dem 2:1 Führungstreffer. Ja, und somit führt jetzt Portugal und hat auf der Blitztabelle 6 Punkte und somit beste Chancen weiterzukommen. Ja, und hier sehen wir nochmal den Kopfball. Da steht er genau richtig, der Amerikaner kommt nicht dran, kann ihn nicht hindern und dann ist es natürlich einfach, den Ball da einfach reinzuköpfen. So, jetzt muss USA Chandler, gelbe Karte für Chandler. Was war da passiert? Hast du das gesehen? Nee, war vielleicht vorher irgendeine Aktion, die noch bestraft wurde, aber ich wüsste jetzt nicht, was da genau war. Vielleicht hat er sich aufgeregt über das Tor, wollte sich beschweren. Das kann natürlich auch sein. So, wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als 20 Minuten. Oh, Riesenchance für Portugal. Nani, und knapp vorbei. Aber da muss der Keeper rauskommen. Der... Ja, auf alle Fälle. Ist wie fest gewurzelt in seinem Tor und kann dann eigentlich auch nur noch den Ball hinterher gucken. Er schaut den Ball raus. Ja, wahrscheinlich mit seinem eisernen Blick. Auf jeden Fall hat er da Glück, dass so. Nani den doch deutlich neben das Tor zimmert. Jetzt wird gewechselt. Carvalho kommt rein bei Portugal und Beasley für die Amerikaner. Nee. Beasley, eigentlich ein defensiver Spieler, sollten eigentlich auch eher offensiv jetzt was tun. Ja, aber vielleicht wollen sie die Defensive stärken, damit sie in der Offensive besser agieren können. Auch möglich. Postiga auf... Oh, Nani holt sich den Ball zurück. Das war ein Foul für mich. Das hätte Elfmeter geben können. Für mich müssen, weil der Ball war weg. Er geht rein. Natürlich verhindert er so keine Torchance, aber es war meines Erachtens trotzdem ein Foul. Absolut. Hier war das aber fair geklärt. Aber trotzdem ist der Ball immer noch in portugiesischer Fuß. Nani schießt, aber geklärt. Oder ja, stand im Weg, sagen wir es mal so. Und Portugal kontrolliert das Spiel. Ja, also jetzt müssen die Amerikaner aufpassen, dass sie nicht noch mehr Tore reinkassieren. Aber ja, Portugal macht das auch recht gut. Kontrollieren das Spiel und lassen den Amerikanern gar keine Chance mehr. Au, da ist er aber voll an die Bande geknallt. Gut, dass die mit Schaumstoff ausgelegt sind. Ja. Oder auch nicht. Man kennt ja diese Schaumstoff-LED-Dinger. So, Hugo Almeida kommt rein
für Helder Postiga, für den Torschützen. Hat er ein bisschen gehumpelt? Hat man. Ist er ja, angeschlagen? Vielleicht, aber vielleicht soll er auch einfach nur geschont werden. Konnten es nicht genau sehen. Auf jeden Fall, 10 Minuten sind noch zum Spielen. Die Amerikaner haben natürlich noch Chancen. Schöne Idee, aber. Ja, aber dazu müssten sie natürlich zielgerichteter agieren. Und somit sind die Portugiesen wieder dran, dachte ich, aber ja, sind sie doch wieder. Also, ja, die Zuspiele sind hier nicht sonderlich präzise, so dass es hier sehr schnell hin und her geht. Jetzt hat Bradley ein bisschen Pech gehabt, dass er da diesen Ball nicht an sich reißen konnte. Moutinho jetzt auf Carvalho, der verliert den Ball gegen Schandler. Der muss noch ein bisschen aufpassen, weil er ja schon gelb verwarnt ist, aber souverän gemeistert. So, noch 4 Minuten. Jetzt muss Amerika bzw. die USA langsam anfangen, sich was zu überlegen, sonst wird es zu spät sein. Ja, und Portugal macht das natürlich jetzt echt gut, aber ja, wollte ich sagen, waren dann doch im Abseits. Und schon wieder eine ganz knappe Entscheidung. Ja, vielleicht der Kopf ganz knapp. Das sieht man aus dieser Perspektive jetzt nicht so gut. Also auf jeden Fall eine Millimeterentscheidung und ein Wechsel. Es wird wieder einmal gewechselt. Ein Spieler mit der Nummer 16 kommt rein. Ich glaube auf der Seite der Amerikaner. Und dann wird Susi rausgehen. Ebenfalls der Torschütze. Und Green kommt rein. Der junge Mann von Bayern München. Wird er hier den Lucky Punch setzen? Ja, der 19-jährige. Die 19-jährige Hoffnung für Amerikaner. Oh, Nani schön nach innen gespielt, Rückpass auf den Torwart. Oh, das ist jetzt aber gefährlich, was die da machen, haben aber Glück. Und die Portugiesen sind weiterhin am Ballbesitz. Also, ja, wenn Amerika nicht jetzt bald was macht, dann ja, gehen sie hier mit 0 Punkten vom Platz. So, der neue Mann Amorim. Auf Moutinho, Cristiano Ronaldo, schöner Pass auf Nani, aber der steht wieder im Abseits. Und das müsste es doch dann eigentlich jetzt gewesen sein für dieses Spiel. Ich ja, diesmal vermute, deutlich. Ja. Aber die Amerikaner haben natürlich jetzt hier Freistoß, aber im eigenen Strafraum, da mussten sie natürlich weit drum, auch ein weiter Abschlag. Und das war's, das Spiel ist aus. Portugal gewinnt 2:1 gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das auch verdient, wenn man das ganze Spiel betrachtet, auch wenn USA sehr, sehr gut mitgespielt hat. Ja, am Anfang waren sie echt gut, aber ja, dann sind sie eingebrochen in der zweiten Hälfte. Einfach keine Kondition mehr und dann auch irgendwie vermutlich das Selbstvertrauen verloren. Und somit verdient gewonnen von Portugal, die sich, ja, noch nicht fest qualifiziert haben, aber beste Ausgangsposition haben. Genau. Also theoretisch können Ghana und Deutschland beide noch auf 6 Punkte kommen. Das wäre genauso viel wie Portugal. Aber Portugal hat natürlich auch ein ziemlich gutes Torverhältnis mittlerweile. Ja, und jetzt müsste eigentlich gleich die Tabelle kommen. Hier ist sie auch schon. Ja, hier sehen wir das Ganze nochmal. Also, wie gesagt, Portugal führt die Gruppe an mit 6 Punkten. Gefolgt von Ghana und Deutschland, die beide 3 Punkte haben. Jedoch Deutschland mit dem schlechteren Torverhältnis. Und letzter Platz für die USA, die noch keinen einzigen Punkt erzielen konnten. Genau, und dann schauen wir mal, wie kommt Deutschland weiter. Natürlich am besten, wenn wir gegen die USA gewinnen, dann haben wir 6 Punkte. Wenn aber Ghana auch gewinnen sollte gegen Portugal, dann wird es eng. Dann entscheidet das Torverhältnis und das sieht bei Deutschland gerade nicht so gut aus. Ja, also das kann sehr eng werden. Ja, also sie müssen auf jeden Fall mal... Ja, wie viele sind es denn? Wenn sie 3 Punkte, 3 Tore erzielen, dann könnte es reichen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe. Selbst wenn Ghana siegt, weil dann hätte Ghana mindestens Portugal ein Verhältnis von nur 2 Punkten gut und Deutschland hätte auch 2 Punkte gut. Ach du Schande. Wir werden das sehen und ich würde sagen, wir warten das Ganze ab. Wir sind jedenfalls glücklich, dass Deutschland 3 Punkte heute geholt hat. Dass richtig. Sie noch nicht raus sind und immer noch Chancen haben, weiterzukommen. Ja, und somit war das doch ein sehr, sehr spannender Spieltag und wir freuen uns auf den nächsten. Ja, die Gruppe H und mit der Partie Belgien gegen Russland und Südkorea gegen Algerien und das schauen wir uns
ja, im nächsten Teil an. Genau, und das ist dann auch das letzte Spiel für den zweiten Spieltag, beziehungsweise die letzten Spiele für den zweiten Spieltag. Und somit, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.